Ihr nächstes Rennen findet bei Starkregen auf dem Sebring International Raceway statt. Die nasse Fahrbahn stellt sie gleich vor mehrere Probleme. Die Reifen verlieren in Kurven schneller die Haftung. Bremswege werden länger und es bilden sich tiefe Pfützen, die zu Aquaplaning führen können. Ja, willkommen zurück. Sebring im Rennen kennen wir ja auch nun schon aus der Demo. Das ist echt gut gemacht, muss ich sagen, gerade mit diesen Pfützen und dem Aquaplaning. Gerade auch, wo sich die Pfützen bilden. Also da habe ich auch in vielen Foren nur Lob drüber gehört, dass sie das richtig gut gemacht haben. Da freue ich mich jetzt gerade auch schon drauf, wieder das zu fahren. Also, wobei es mich interessiert, ob das Rennen gibt, ist das nur auf Sebring oder das Nattenregenrennen oder gibt es auch auf anderen Strecken? Wahrscheinlich leider nur auf Sebring. Da fährt doch glatt einer mit dem Cabrio im strömenden Regen. Yay, kann man auch mal machen. Bandit Bandit, du bist mein nächster Rivale. Warum fahren die da alles so scheiße? Hey, easy. Beherrsch dich. Boah, da wieder die Pfützen stehen. Boah. Ah, ohne Musik ist das viel entspannter. Ja, warum muss ich denn zurückspulen, weil er mir hinten reinknallt? Geht's noch? Aber wie krass realistisch das ist, wenn du unter der Brücke durchfährst, dann auch der kurz der Regen aufhört. Muss doch mal drauf achten. Woo! Aquaplaning lässt grüßen. Ui, Jesus. Was der Erste ist? What the fuck? Guckt euch mal den Ersten an, wo der schon wieder ist. Wie geht denn das? Das geht doch gar nicht. Guckt euch das mal an, wo der schon wieder ist. Sorry, aber das ist verdammt nochmal... Ich dachte nämlich, das hier wäre der Erste. Jetzt sehe ich gerade, das ist der Zweite und gucke auf die Minimap und sehe... What the fuck? Ey, das ist doch Verarsche, ganz ehrlich. Na klar, macht es das jetzt ein bisschen spannend. Aber dann sollen sie mir vielleicht den Ersten weiter anmischen. Das krieg ich doch nie. Selbst wenn ich so fehlerfrei wie nur möglich fahre, den krieg ich doch nie. Das ist doch mal an. Der hat da locker 3-4 Sekunden Vorsprung. Mehr sogar. Wie hat er denn diesen Vorsprung rausgefahren? Also versuche ich mal wirklich so perfekt wie möglich zu fahren. Ich sage ja wie möglich. So gut wie möglich zu fahren. Ist da gerade neben mir, oder? Es ist doch so echt ein bisschen Verarsche. Du kommst nicht an ihn ran. Es kann doch nicht sein, dass das ganze Feld ungefähr gleich stark ist und der Erste ist auf einmal mal jenseits von Gut und Böse. Das ist ja noch schlimmer als in
Forza 5 jetzt. Guckt euch das nochmal an, ich komme nicht ran. Ich fahre wirklich am Limit ist. Und ich komme keinen Millimeter ran an ihn. Ja, das nervt mich ein bisschen. Genau, natürlich im Kofferinneren eine Pfütze. Keine Chance. No chance. Sorry. No first place for me. Keine Chance ranzukommen. Das kann es doch nicht geben, ganz ehrlich. Das ärgert mich so ein bisschen. Also das ärgert mich nicht ein bisschen, das ärgert mich ganz schön. Wie bitte hat er diesen Vorsprung aufgebaut? Innerhalb von einer halben Runde. Ich meine, ich war relativ schnell am Hauptfeld vorbei. Und da hatte der schon diesen Vorsprung. Ich gehe mal einfach davon aus, dass sie das sehen. Okay, ich komme gut aufs Hauptfeld. Lass mal den mal die KI das errechnet und ihn dann schneller fahren lässt. Wie soll das gehen? Wie soll ich da rankommen? Der fährt ja genauso schnell wie ich. Ey, sorry, aber das verarsche. Sowas ärgert mich. Was? Kein Levelaufstieg? Bei Schaurennen haben Sie Gelegenheit, die schnellsten Autos der Welt im Rahmen von Veranstaltungen zu fahren, die die Besonderheiten jedes Wagens hervorheben. Sie haben Ihr erstes Schaurennen freigeschaltet. Yay. Bin begeistert. Wollen wir das jetzt mal machen? Komm, wir machen erstmal. Vom Autocross bis zur Überholungsherausforderung gibt es viele verschiedene Arten von Schaurennen, okay, die in separate Gruppen unterteilt sind. Sie haben jetzt Zugriff auf diese Schaurennengruppe. Wählen Sie sie aus, um mehr über diese aufregenden Veranstaltungen zu erfahren. Hey. Ich kann nur die auswählen, okay. The motorsport pyramid is rocky and steep, and very few drivers make it to the very top. Only they know what it's like to race at Le Mans or Indianapolis or Bathurst, in cars tailor-made for the occasion. In these showcases, you can get one step closer to experiencing these races and glimpse into the life of a professional racing driver. Here you'll drive the world's greatest race cars on some of the most famous circuits in international racing. Okay. Diese Veranstaltungen sind alle Teil der Gruppe Rennfahrererlebnis. Wählen Sie diese Veranstaltung, um Ihr erstes Schaurennen zu starten. Kann ich auch nur wieder die wählen, okay. Aber IndyCar war cool. Indy war in der Demo richtig cool. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Indianapolis Motor Speedway statt. Yep. Mit 400.000 Zuschauerplätzen ist es die weltgrößte Stätte für Sportveranstaltungen. Das war richtig cool. Hoffentlich können wir auch mal so Stockcar und sowas fahren. Da hätte ich immer richtig Bock drauf, diese Karren. Die haben ja unwahrscheinliche Power. So, erste Folge lädt hoch. Braucht eine knappe Stunde. Also ist ungefähr in anderthalb Stunden online. Also gegen 19 Uhr. Rennen starten. Was, Indica?
Irgendwas wollte er sagen, aber ich habe ihn leider glaube ich abgewürgt. Und ich habe immer noch Hunger. Wow, sind die fucking... Alter Schwede. Die sind echt krass. Oh, das Mann. Guckt euch das mal an. Wow. Wow. Ernsthaft. Schön, wie der mir reingezogen ist gerade. Wow. Oh, ja, bremst doch nicht. Warum bremst du, Depp, denn? Kannst du hier Vollspeed fahren? Alter, ist das übel. Das ist nämlich gerade so ein Arcade-Ding aus den 80ern oder 90er, ja, so rum, so ein Automat, weißt du, wo du so... Oi, Entschuldigung. Rechnung bitte an meine Versicherung. Boah. Das macht Spaß. Hui. I love it. Guck mal, der erste zieht schon wieder übelst weg. Zwei Runden von sieben. Ach ja, stimmt, wir haben ja hier sieben Rennen. Sieben Runden. Okay, jetzt ziehen wir an den hier vorbei. Machen wir ein bisschen Windschatten und vorbei. Ich sagte vorbei. Ja, scheiße, das hat mich jetzt böse ausgebremst. Wow, warum bremsen die denn hier in der Kurve? Wir brauchen doch gar nicht so bremsen. Runde 3, 4 Runden haben wir noch. Mal schauen, ob wir den ersten kriegen. Boah, das macht Spaß. Das ist geil. Hui, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade auf die Geschwindigkeit unten geguckt. Mal wieder. Jetzt habe ich einfach nur Scheiße gebaut. Ah, wir kommen langsam ran. Runde 4. Drei Runden haben wir noch. 370. Und gut vorbei. Boah, Alter. Ah, die liegen aber auch hammer gut auf der Strecke. Das bei Regen wäre bestimmt auch eine interessante Sache. Okay, noch zwei Runden. Uah, Hammer, ich hab Angst. Und noch eine Runde. Aber das Ding haben wir sehr gut souverän gemeistert. Fällt mir sehr gut in die... Vor allem dieser Rasenmähermotor im Hintergrund. Und wir werden mal nach dem Rennen tatsächlich eine Pause machen, weil ich habe nämlich bestialischen Hunger. Ich beiß hier gleich in den Popschutz. Ja, in der Demo waren wir mal besser. Da haben wir dann nämlich noch die letzten wieder überholt. Also wir diesmal wahrscheinlich nicht hinkriegen. Oder? Ja.
Ah, doch, das kann man wieder hinkriegen. Ah, es wird knapp. Es wird knapp. Ah, nein, schafft man nicht. Schade. Gut, nur 40 Sekunden. Gibt doch richtig Kohle, die Rennen. Sehe ich gerade. Yay, wir haben schon wieder ein Los. Dann wollen wir doch mal gleich drehen. Komm, gib mir, was brauche ich? Was braucht der Papa? So den Lotus da unten, das wäre schon geil. So, sagen wir mal, 3, 2, 1, Stopp. Pause, meine ich. Ja, der ist jetzt auch nicht. Ja, sieht ein bisschen strange aus. Gibt richtig gut EP. Nice. Im Laufe ihrer Karriere werden sie noch zu vielen weiteren Veranstaltungen eingeladen werden. Das ist aber schön. Jetzt zurück zur Herausforderer-Serie. Ja, machen wir aber in der nächsten Folge. Wir sind jetzt gerade bei knapp 17 Minuten. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich zur vierten Folge wieder. Bis gleich.